Moin und herzlich willkommen zur 526. Rohstoff-Tagesausgabe der Formationstrader am Dienstag, dem 7. Mai 2013. Und der Blick auf den Goldpreis verlässt per Tagesschlusskurs, zumindest aktuell. Jetzt haben wir es gerade 23.15 Uhr. Die Trading Range zwischen der Marke 1457 und der 1476 kommt runter, findet aber Unterstützung im Bereich der unteren Range, hier per Schatten, per Stundenschlusskurs im Bereich der 1440, große Unterstützungszone. Zusätzlich additiv als Unterstützung ist nämlich auch die 20-Tage-Linie. Wir kriegen gerade eine Verkaufsformation, wir haben ein fallendes Momentum, wir haben ein tieferes Hoch, wir haben ein tieferes Tief. Das sieht alles eher schwach aus. Wenn man sich das Ganze hier einmal über den Stundenchart anschaut, hoppala, jetzt habe ich gerade zweimal weggeklickt. Jetzt muss der Goldpreis nochmal erstmal wieder zurückkommen. Da kommt er. Und der muss jetzt, die Stunde muss ran. So, schauen Sie sich das an. Was wir hier machen ist, eine bullische Bewegung seitwärts. So etwas ist eigentlich mehr bullisch, als dass es bärisch ist. Wir haben miteinander besprochen, wenn er das Ganze bullisch auflösen möchte, dann hat er es schwer. Dann läuft er nämlich in die 1500er Marke rein und dann läuft er nämlich in eine weitere Widerstandszone, nämlich 1530. Nicht nur über den Stundenschlusskurs hier, diese absteigende Trendlinie, sondern insbesondere auch eine wichtige horizontale Marke über den Tag, die anderthalb Jahre Bestand hatte und Unterstützungszone gewesen ist. Wir sind also innerhalb einer Trading Range, wir haben ja diese aufsteigende Trendlinie jetzt mittlerweile bärisch aufgelöst und sind an der Unterstützungszone im Bereich der 1439 nach oben gebounced, an die 1450. So, wenn ich jetzt nochmal näher ranzoome, warten Sie mal kurz. Das, was wir jetzt hier aktuell wiederum machen, das ist wiederum mehr bärisch. Da wird abverkauft und da kommt der Markt ganz langsam zurück. Wenn ich das einmal kurz zum Beispiel über den 10-Minuten-Chart zeigen darf, schauen Sie, bärischer Abverkauf und dann kommt das so langsam hoch. Das sieht so fast so aus, als wäre es eine bärische Flaggenformation. Also schwierig. Entweder schafft der Goldpreis jetzt hier diese Unterstützungszone zu halten, kommt nochmal zurück, macht einen Doppelboden oder wie auch immer, diese wirklich wichtige Zone zwischen 14.34, 14.40 wird bis Stundenschlusskurs gehalten. Ansonsten wird diese eher bullisch aussehende Formation über den Stundenchart dann bärisch aufgelöst worden sein. Und dann sind die Marken 1400, 1366 und Jahrestief 1320 aktiviert worden. Darüber psychologische Marke bei 1500, ganz wichtig. Und dann geht es in Richtung 1530. Wenn man sich Silber anguckt, Silber erzählt eine andere Geschichte. Da wird nämlich der Markt abverkauft auch. Kommt hier eine Unterstützungszone im Bereich der 1326. Wir haben miteinander in den letzten Tagen immer wieder gesprochen, dass der Markt hier zwei Trading Ranges hat. Eine untere Range zwischen der 2286 und der 2356 und eine obere Range mit der genannten Marke und der 2448. Von da aus machen wir eine bullische Bewegung. Wir haben noch eine Kaufformation in der Stochastik. Wir sind mit dem Momentum parallel verlaufen oberhalb der Nulllinie. Unterhalb der 20-Tage-Linie. Wenn man sich das Ganze über den Stundenchart anschaut, dann muss man sagen, wir haben ja miteinander darüber gesprochen, dass der Markt hier mit diesem Abverkauf eine bärische Flaggenformation gemacht hat. Und diese bärische Flaggenformation, schauen Sie sich das an, wird hier schon mehrfach per Stundenschlusskurs bärisch aufgelöst. Jetzt haben wir sogar den Schatten bärisch aufgelöst. Warten Sie, jetzt gucken wir mal, ob wir eine andere Trendlinie zeichnen können. Also wenn ich ehrlich bin, auch diese Trendlinie bärisch aufgelöst und der Markt kommt wieder zurück. Ist mehr bullisch, als dass das bärisch ist eigentlich. Zumal der Markt hier, schauen Sie sich das an, eine innere Trendlinie hatte, über diese schwarze Trendlinie haben wir miteinander gesprochen, dass der Markt, wenn er hier drüber geht, Potenzial hat, an die 24,50 ranzulaufen. Macht er nicht ganz einfach zu traden, weil er nämlich hier mit den Arbeitsmarktzahlen bärisch nach unten geht, um dann wieder bullisch hochzukommen, nochmal zurückzugehen und dann die 24,50 abzuarbeiten. So, jetzt wird er nochmal abverkauft. Aber findet Unterstützung mit dieser schwarzen Trendlinie, bullische Kaltformation wird bullisch aufgelöst. Das wiederum spricht eher dafür, dass der Markt in Richtung 24,30 laufen wird. Sie sehen, wir haben hier konträre Dinge im Chart, was wir sehen können. Definitiv ist das so, wenn ich noch einmal auf den Tageschart zurückgehen kann, wenn wir hier signifikant genug unter diese Zone um die 24,50 drunter gehen sollten, dann ist wirklich die 22,80 und darunter auch durchaus dann Marken tiefer 22 Dollar und Jahrestief im Bereich der 20 Dollar Marke aktiviert worden. Wenn man sich wiederum Palladium anschaut, das sieht schon wieder schwach aus. Also schaut sich das an. Wir haben hier eine bärische Kaltformation, die ist bärisch aufgelöst worden. Der Markt macht eine heftige bärische Bewegung, kommt nur langsam zurück. Das ist viel mehr bärisch, als dass es bullisch ist.
Jetzt haben wir im Bereich der 686 eine größere Widerstandszone und gleichzeitig ist die Zone um die 680 eine größere Unterstützungszone horizontal. Widerstand durchgebrochen, jetzt Unterstützung. Die 200-Tage-Linie ist bei 683. Wenn wir hier drunter gehen, dann kann das in Richtung 668 laufen. Sie sehen, der eine sieht mehr bärisch aus, der andere sieht mehr bullisch aus. Der eine sieht wiederum in diesem Falle Palladium bärisch aus, aber mit der 200-Tage-Linie das Unterstützung. Es bleibt bei der Aussage, die ich vor einigen Tagen schon getroffen habe, die Edelmetalle sind nicht ganz einfach zu traden. Noch einmal ganz kurz der Blick auf den Goldpreis, um das noch einmal zu verdeutlichen. Wenn der Markt 1440, 1434 bärisch verlassen sollte, geht es nach unten in Richtung 1400, 1366, obwohl die Formation als solche aktuell über den Stundenchart mehr bullisch ist. Wenn wir hier drüber gehen, 1480, 1500, 1530, das müssen Sie über die kleinere Zeiteinheit, über den Stundenchart entscheiden. Und wie gesagt, aktuell sieht der Goldpreis eher angeschlagen aus, aber im Bereich der Unterstützungszone. Der Silberpreis hat über die kleinere Zeit dann eher was Bullisches gemacht. Deswegen, die korrelieren gerade auch nicht so sauber miteinander. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie etwas traden. Swing Trading ist gerade nicht einfach hier aktuell bei den Edelmetallen. Bitte, wenn Sie hier sich ein Trading Setup suchen, egal ob jetzt, egal ob übergeordnet, egal wo auch immer, traden Sie immer mit einem Stop Loss. Dann haben Sie besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit, wenn Sie mögen. Das nächste Update gibt es natürlich morgen zu den Forexes. Silvus für Sie da mit einer neuen Ausgabe zu den US-amerikanischen Indizes und selbstverständlich haben wir eine Ausgabe zu den Rohstoffen. Hoffentlich bleiben Sie alle gesund und wenn Sie mögen, bleiben Sie uns Formationstradern doch bitte gewogen. Mein Name ist Hamed Esnachari alias Volke P.